Moin Leute, willkommen bei einem neuen Video von Trillevision. Und heute zeigen wir euch einmal das Bike-Juring. Das war's. Bike-Juring, genau. Bike-Juring. Hinter der Kamera ist natürlich der andere Erik, wie man ihn auch nennt. In der Szene. Und ja, falls ihr es mitbekommen habt, vielleicht ist der Ton heute etwas besser als in dem letzten Video. Wir haben nämlich ein bisschen aufgerüstet. Auf jeden Fall wollen wir euch heute das Bike-Juring zeigen. Und sieht man das hier, wie das aufgebaut ist? Auf jeden Fall, das Bike-Juring ist eine Art des Zugsports für den Hund. Und das erinnert so leicht an den Schlittenhund, nur halt in Form von einem Fahrrad. Und dazu haben wir halt die Leine hier am Fahrrad befestigt direkt. Am besten nutzt man dafür natürlich ein Mountainbike, weil man, um den Hund zu schonen, also um die Gelenke zu schonen, natürlich eher Offroad unterwegs ist, damit er auch dort seine volle Leistung oder Kraft entfalten kann. Ja, wir haben hier also die Leine befestigt am Fahrrad und dann hier so eine Antenne, die wir auch so abnehmbar gemacht haben. Und die verhindert halt, dass die Leine sich im Rad verfängt. Und das funktioniert auch sehr gut so. Ja, hier in der Leine sieht man, dass es hier so dicker ist. Auf jeden Fall sieht man hier, dass wenn der Hund zieht, dass sich das Teil dann so dehnt. Ja, und das dämpft dann den Stoß für den Fahrer und natürlich auch für den Hund. Natürlich am anderen Ende von der Leine hängt natürlich der Hund. Das Prachtexemplar. So, hier haben wir dann unseren Akita, der heute als Schlittenhund oder Fahrradzughund genutzt wird. Und hier ist das Geschirr. Das geht halt über den fast gesamten Körper so und verteilt somit auch perfekt die Last des Fahrrads auf den Hund und schont dabei auch den Körper. Man sollte das natürlich nicht an einem normalen Halsband machen, weil das halt den Hund nur schaden würde. Ja, man sieht, das geht halt hier unten noch einmal unter dem Hund her. Ja, so, ne Leute, da kommen wir jetzt nur dazu, was der Hund eigentlich mitbringen muss, um das Bike-Juring machen zu können. Natürlich gehört einmal dazu, dass der Hund überhaupt laufen kann und auch laufen will. Und dass der Hund natürlich auch nicht zu klein dafür ist. Der Kita ist natürlich nicht zu klein dafür. Der wiegt nämlich jetzt, also er zum Beispiel wiegt jetzt 40 Kilo. Und ein Hund kann so circa das Dreifache seines eigenen Gewichts ziehen. Was natürlich wie viel ist? Vielleicht sagt das der Hund ja. Richtig. So. Ja, anfangen könnt ihr damit am besten erstmal ganz langsam. Und nicht sofort, wie wir das jetzt gleich machen werden. Also wie wir euch zeigen, wie das eigentlich ist. So sollte man nicht anfangen. Man könnte zum Beispiel den Hund erstmal das Geschirr anziehen überhaupt. Und dann, wenn man einen Reifen hat, den Reifen hinten dran hängen und den Hund dazu bringen, dass er einfach zieht und einfach das Geschirr mit Arbeit verbindet. Ja, man sollte auch zum Beispiel jetzt zum Geschirr, man sollte das Geschirr dem Hund nicht einfach anziehen und den damit laufen lassen oder so die ganze Zeit im Garten, weil der Hund dann was Falsches mit dem Geschirr verbinden kann. Und er soll eigentlich mit dem Geschirr nur verbinden, dass, wenn er es anhat, soll er ziehen. Also volle Kraft einfach vorausgehen. Also eine Methode war natürlich die Idee, mit dem Reifen hinten am Hund dran zu hängen. Man kann natürlich auch, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, was natürlich ein bisschen eine heikle Geschichte ist. Ich habe das zum Beispiel mit Inlinern auch noch gemacht, weil man dort noch ein bisschen leichter ist. Ist ein bisschen suizidmäßig, wenn man das macht, weil wenn der Hund auf einmal stehen bleibt oder irgendwo anders hinläuft, dann liegst du halt erstmal. Aber ich hatte Glück, ich habe das ein paar Mal gemacht, war alles in Ordnung. Ja, oder man steigt einfach direkt aufs Fahrrad, wenn der Hund schon direkt Lust hat zu ziehen und das auch hinkriegt. Ein weiterer Tipp ist dann noch, dass man das Ganze nicht alleine macht. Wo wir das zum Beispiel alleine gemacht haben oder ich alles alleine probiert habe, dann hat das, dort hat das nicht so sehr gut geklappt, denn der Hund weiß halt nicht, was er machen soll. Er kennt nur, dass er nicht ziehen soll und jetzt auf einmal soll er ziehen. Das versteht er natürlich nicht. Deshalb sollte am besten ein zweiter vorwegfahren oder vorher laufen oder was auch immer und den Hund dazu motivieren, dass er nach vorne zieht. Und jedes Mal, wenn er halt hier so den Druck drauf spürt, soll auch der Fahrer, so ich dann da in dem Fall, den Hund auch loben und dem sagen, dass er es gut war. Und wenn man das ein paar Tage macht oder ein paar Wochen, das dauert natürlich erstmal,
dann wird der Hund auch direkt verstehen, was er machen soll, wenn er das Geschirr anhat. Und bevor ihr natürlich den Hund dazu bringt, dass er richtig Vollgas gibt, sollte man natürlich nicht den Hund, also wenn man gerade aufs Fahrrad steigt, sofort den Hund voll Last ziehen lassen. Denn das ist natürlich wie bei einem Menschen. Der Mensch muss sich natürlich auch erstmal warm laufen oder warm machen, bevor er richtig sportlich aktiv wird. Und deshalb machen wir es auch bei dem Hund. Wenn er erst losläuft, dann versuche ich so mitzuhalten, dass die Leine nicht auf Spannung ist, sondern einfach so leicht durchhängt. Und dann, nach einer Zeit, keine Ahnung, das ist unterschiedlich, wie lange das ist, kommt an, wie der Hund läuft, dann kann man aber anfangen, den Hund immer mehr zu belasten und immer weiter. Und irgendwann, dann nimmt er schon richtig Last auf. Alles klar. Gib mir Faust. Gut. Da seid ihr ja wieder. So ein Scheiß. Ah, das hab ich trotzdem drin. Das kommt authentisch. Das ist für Film. Ach, da seid ihr ja wieder. Oder soll ich das ehrlich mal machen? So, jedenfalls zeigen wir euch jetzt, wie das in der Praxis aussieht. Kamera, Action. Hier wieder. So sieht das dann aus. So könnte ein Training aussehen. Wenn einer vorfährt und den vorderen Hund dann motiviert zum Ziehen. Also wir hatten jetzt vorne einmal einen Kollegen, der dann den Hund angespornt hat und dann noch Tiger, die da vorne auf Volker gewartet hat. Du motivierst ja den Hund. Hab auch gemerkt, dass direkt wieder gezogen hat. Hast du gemerkt? Sah gut aus, wie er gezogen hat, ne? Ja. Richtig gepult. Boika. Tiger, wo bist du da? Du gehst halt auf. Du machst mir wieder so viel Material. Ne? Da muss ich wieder die Hälfte davon wegschneiden. Ja, wir haben erst 15 Minuten. Ja. Er ist ja fast gar nichts. Nicht? Ja, bin ich im Film. Volle Kanne. Ich hoffe, man konnte gerade gut sehen, wie wir das hier machen und wie die Hunde richtig abgehen hier dabei. Volker ist gerade wirklich extrem gut gelaufen, er hat richtig Gas gegeben. Macht er extra für Video. Top. So, und wir drehen jetzt noch mal eine gute Runde und dann melden wir uns wieder aus dem HQ. Hauptquartier. So, wir sind jetzt angekommen nach unserer guten Runde. Vielleicht hört man das so, wie der Hund gerade auch am Atmen ist. Ja. Denkt man, hört man, ne? Ja. Also, die haben hart geackert, also das war eine richtig gute Runde. Und jetzt ziehe ich dem erstmal das Geschirr aus, damit ihr mal seht, wie das überhaupt ist, wie man das überhaupt auszieht. Und zwar ist das alles ein bisschen eng hier. Jetzt das Beste. Du musst einfach deine ganzen Felder durchziehen, einzeln. Und so sieht's aus. Ja, das hier ist ein Zuggeschirr von der Firma Zero DC. Ist gut? Ja. Für die, die das sich mal vielleicht auch kaufen wollen, wir haben das sogar in der Größe XXL. Es muss noch extra nach. Ne, es muss gar nicht extra nachbestellt werden, aber hat ja auf jeden Fall nur einmal da gehabt. Ich erzähle euch jetzt noch etwas zur Angel. Und zwar. Also wir haben das so gemacht, dass man die halt hier rausschrauben kann, das habe ich euch schon mal gesagt. Und auf jeden Fall haben wir dann hier so ein Gummi dran, damit, falls der Hund mal links und rechts ausfängt, damit sich das Ganze mitbewegt und das alles hin und her gehen kann, ganz locker. Dann kann der Hund zum Beispiel links von der Straße weglaufen auf dem Rasen und man selbst fährt gerade auf der Straße, so ist es bei uns auch meistens. Denn der Hund soll ja am besten nicht auf dem Asphalt laufen und das klappt auch so sehr gut. Man muss dann halt nur ein bisschen gegenlenken, damit man nicht dort hinterher fährt. So, und natürlich nach einer sehr erfolgreichen Runde mit dem Hund darf die Belohnung natürlich auch nicht fehlen. Und die bereiten wir jetzt zu. Jedenfalls als Belohnung nehmen wir erstmal eine Ladung voll Trockenfutter. Ganz am Anfang unser Josera Trockenfutter. Jetzt noch einer mit. Und zwar haben wir dann noch von einem Forellenzüchter hier so Reste vom Fisch bekommen, die ich dann durch den Fleischwolf gejagt habe und das geben wir dann auch noch mit dazu. Vielleicht machen wir noch ein separates Video irgendwann mal dazu. Irgendwann mal, wenn wir eine neue Ladung bekommen, wie wir das gemacht haben. So, das kommt da rein.
Und zwar an einem Fisch, also an den Resten sind so Fischköpfe drin, Geräte, die Haut und so alles. Da haben wir alles schön durchgejagt, weil wir hatten einmal den Fall, dass, also das ist bei Eriks Hündin, bei Tiger so gewesen, dass die nämlich auch einen Fisch gegessen hat und sich dann an so, an so einer Geräte verschluckt hat. Und dann ist sie da auch, ja, hat er gesagt, so stundenlang rumgelaufen, hat die ganze Zeit so gehustet und das nicht rausbekommen. Deswegen haben wir das dann jetzt durch den Fleischlauf gejagt. So, als drittes nehmen wir dann noch ein bisschen Nassfutter, das wir noch dazugeben. Und dann haben wir da eine Menge Fleisch drin und dem Hund schmeckt es. Und der wird sich dann merken, dass wenn er läuft und wenn er gut zieht, es als Belohnung was sehr Leckeres gibt. Und dementsprechend läuft er dann auch sehr gut und gibt Feuer. So ja, dann misch dann nochmal alles hier schön durch für den Hund. Wenn man noch so ein Öl hätte, wie nennt man das Öl nochmal? Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl, wenn man das noch hätte, hätte man das noch dazugeben können. Ist auch gut für den Hund. Habe ich leider gar nicht, deswegen kriegt er das auch nicht. Theoretisch könnte man aber auch einfach Olivenöl nehmen oder sowas, weil da sind auch viele Makronährstoffe, die den Hund dann unterstützen. Oh, das sieht richtig schön, ne? Aus. Jetzt guck mal auf den Hund. Brücke. Fuß. Und jetzt. Also der Hund steht da hinten, ich stehe hier. Moment, der Hund steht hier. Ich stehe hier. Das Essen. Thomas steht da. Und jetzt mal gucken, ob er das Essen sich das Hund da schnappen wird oder ob er zu mir kommen wird. Oh ja, hier. Okay, hier. Oh ja, er weiß nicht, was er machen soll. Ja, da kommt er. Er will doch nicht vorbeigehen. Er geht jetzt. Oh ja, hier. Er macht einen richtigen Bogen, damit er das nicht riechen muss. Hier. Das ist hier. Sehr schön. Ich hab das letzte Mal auch mit ihm gemacht. Das war. Der ist durchgedreht, der ist dann so schnell gelaufen. Ich guck die ganze Zeit auch vorne an. Oh ja. Bus! Schutz! 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 Er macht alles. Sitz. Oh ja. Bus! Bus! Ich glaube mich eigentlich? Nein, ne? Ja, und steht jetzt da hinten. Jetzt mal gucken wir. Los, los. Los. Oh. Ja. Hat er eine schöne Belohnung von ihm. Ja, der Hund zelebriert jetzt noch ein bisschen sein Festmahl. Und wir sehen uns nachher noch. So, nun will ich euch noch einmal zusammenfassen, was ihr eigentlich braucht, um das Bikejuring zu machen. Kommen wir zuallererst einmal zu der Ausstattung, die man braucht. Das eine ist dann die Antenne, die halt so aussieht mit dem Gummi, das sich hier biegen lässt. Mit dem Gummi, das sich biegen lässt. Und hier oben wird sie dann halt am Fahrrad festgeschraubt. Mhm. Und am anderen Ende ist dann der Ring, wo die Leine durchkommt, damit die Leine nicht ins Rad gerät. Und auf Nachfrage kann man das auch gerne bei uns bestellen. Ist aus gutem Edelstahl. Das hält auch viel aus. Kommen wir so lang. Bei der Leine. An sich, ja, eigentlich ist sie ganz normal. Das einzige, was die Leine hat, ist hier dieser Rückdämpfer. Sieht man, ne? Der Rückdämpfer. Das ist auch wirklich sehr gut. Man sollte das besser nicht mit einer ganz normalen Leine machen, weil das dem Hund nicht gut tut. Dieser Ruck, den er abbekommt. Und dann gehört natürlich noch für den Hund einmal das Geschirr mit dazu. Das Geschirr. Ja, was wir dann noch gebrauchen könnten für den Hund, wenn man eine längere Runde mal machen sollte, sollte man natürlich erst machen, wenn der Hund wirklich ausgewachsen ist. Also allgemein sollte man Bikejuring erst machen, wenn der Hund ausgewachsen ist und eine gewisse Körperkraft, Körpermasse mit sich bringt und natürlich auch laufen will. Dazu gehört dann natürlich auch nach bei langen Fahrten Wasser. Wir haben hier... Ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Top-Secret-Laden. Top-Secret-Laden anscheinend, ja. Dort hat er hier so eine faltbare Wassernapf gefunden. Kann man halt so einfach mitnehmen in die Tasche. Da hast du noch eine Flasche, wie ich beim Fahrrad dran habe. Und dann faltet man aus der Tasche, faltet man. Und man kann was dort reingießen. Und das bleibt auch alles drin. Ist für unterwegs sehr gut geeignet.
vor allem das Beste, ihr könnt das übrigens im Teddy kaufen. Da gab es mal ein Angebot, das kostet gerade mal 1,25 €. Also locker Teddy, weg. Der Laden meines Vertrauens. Ja, auch wenn das gleich mal ein halbes Jahr hält, mein Gott, für 1,25 €. So, was habe ich noch, was fehlt noch? Oh, nee, das ist gut. Nicht viel, ne? Ne. Okay. Ja, Verabschiedung jetzt. Ja. So. Ich denke, das waren die wesentlichen Sachen, die man braucht für den Hund. Für das. Nochmal von vorne. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Sachen, die man braucht für das Bike-Curing. Und ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Ihr konntet was lernen vom Bike-Curing und vielleicht habe ich euch sogar inspiriert dadurch und dass ihr auch Lust habt, mal Bike-Curing zu machen. Trainivision wünscht euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, man konnte gerade gut sehen, wie das hier ganz... Ich muss gar nicht was sagen.